Sieht das nicht total oberprall aus? Geradezu perfetto für eine Partie extrem krummes Saugen! Warum hast du denn hier einen Bremser? Weil du schon wieder abschummelst. Wir wollten Mu-Mist saugen und keine Mus. Okay, wir racen gegeneinander ab, dann sehen wir ja, wer los. Das ist aber unfairomat. Mit den Biestern brauche ich einen Erschwerniszuschlag. Roger, hau rein, du kriegst 10 Sekunden Vorsprung. 10, 4, 8. Krasse Fahrtwindattacke! 3, 6, 1. Was machst du schon schlapp, Alter? Hast du dir was verdreht? Alles tutti! Vorsicht, Stein! Wie gesagt, hier geht's Bonbon. Junge, ich hab gerade ein super softes, riesengroßes Riesenei gefunden. Wow, da buppert voll ein kleines Herzchen. Omelette, Omelette. Kopf zu. Roll das Ei flugs zurück auf den Rindenträger, sonst spielen wir eine Runde extrem Geekstar-Sauging. Ich bin wirklich ein gutmütiges Ding. Ach Gottchen, na das tut mir ja sorry. Jetzt können wir uns doch ein Omelette brutzeln. Ich hab Kohldampf. Mach doch mal die Pfanne scharf. Hör auf, rumzusabbern. No. Pass lieber auf das Ovale auf. Ich hau mal die Glotze an. Und nach der Werbung sind wir gleich wieder da. Ich finde, Werbung ist ein Gähner. Ich geh mir die Patscher vertreten. Viel besser, Kind. Bis denne. Ah, die Luke ist nix für Eierköppe. Ich nehme mal die Hinterstiege. Oh, welcher Architekt hat denn diesen Müll verzapft? Ach, hier drin ist es sowieso eine Portion schattiger. Und nicht vergessen, unsere Eier werden täglich frisch geliefert. Beim Fernsehen wächst mir echt ein Bart. Wollte das Ei nur an einen tuffig molligen Ort legen. Wir wollen doch nicht etwa, dass es sich Nuppen holt. Du hast ja gar keinen Sinn für Späßchen. Jetzt sei doch nicht so ultra hartherzig. Ist es dir völlig wurscht, dass dein bester Freund im Hungertod erliegt? Ach du liebes Du. Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Nur der frühe Vogel fängt das Würmilein. Ich gehe mit dem Hund Gassi, der läuft gleich über Strolikowski. Verstehst du? Wenn wir nicht gleich gehen, platzt der noch. Hoppla, so schnell kann's gehen. Also als Hundehalter hast du echt total krass geloost. Versuch macht klug. Hat's irgendwie einen besonderen Grund, warum wir rückwärts hoppen, Alter? Nicht während der Fahrt den Fahrer zutexten. Stell mal auf Durchzug. Extrem Frischluft-Schnapping. Ach, atme schön tief durch. Genießt die frische Bergluft. Die Sommerbrise wird dem Ovalen richtig gut tun. Sieh mal, da ist Taubendreck auf dem Tachometer. Hoppe. Mein Ei! Och, das ist ja wirklich zu dumm. Aber da gibt's eine Bauernregel. Willst du eine Omelette backen, musst du reichlich Eier knacken. Schnell den Latz umgeknüppert. Nach sportlichen Aktivitäten bekomme ich immer einen riesigen Hunger. Da haben wir den Schnabel wohl zu voll genommen.
zu spachteln. Was willst du denn haben? Ist mir Wurst. Ich schmeiß so lange ein Auge aufs Ei. Ich hab's mir überlegt. Ich komm auch mit rein. Weißt du, eigentlich können wir das Geld sparen. Wir haben doch was zu nagen. Guten Tag, die Herren. Das ist ungelogen das schönste Ei, das ich je gesehen habe. Soll ich es für Sie zubereiten? Wir sollten Ihnen eine Chance geben. Ich habe Hunger wie eine südsibirische Elchkuh. Es wird in Kürze serviert. Eieiei! Lass Chefekoch erst mal machen. Haben sich die Herren schon für etwas entschieden? Wunschzettel ist in Arbeit. Quatsch, Fug! Es gibt hier nur einen Kellner und das bin ich. Macht's gut und vielen Dank, ihr komischen Vögel. Wenn ihr mich kriegen wollt, dann müsst ihr früher aufstehen. Die Kinder fliegen heute aber wieder sehr tief. Edgy, 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 edgy. Meine Fresse, mir tropft der Zahn. Der Piepmatz wird ein richtig lecker Mittag. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, womit wir ihn füllen. Das sieht mir nach einer wunderschönen Behausung für einen einsamen Truthahn aus. Nur noch die Möbel umstellen, dann wird es gemütlich. Wie sollen wir denn hier wieder rauskommen? Nur Geduld, das geht alles seinen natürlichen Gang. Ich hasse Omelettes. Und Truthähne.